und herzlich willkommen im alten Jagdhaus. Endlich komme ich mal dazu, ein Video zu machen und euch zu zeigen, wie ich die Äuglein sauber mache. Das habt ihr mich schon mehrere Male gefragt. Ich habe da eine ganz einfache Methode, die Äuglein sauber zu machen. Ich benutze keine extra Lösung dafür, sondern ich benutze schlicht und ergreifend Salzwasser. Salzwasser könnt ihr in unterschiedlichen Konzentrationen machen. Ihr wisst ja ungefähr, wie salzig Tränen sind, Tränenflüssigkeit. Da könnt ihr euch dran orientieren. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Ich nutze normalerweise Himalaya-Salz, also richtig schön gutes Salz. Und habe hier immer meine Salzlösung, wie man sieht. Die ist auch schon etwas dreckig tatsächlich. Ich könnte sie mal wieder austauschen. Und habe also dieses kleine Gefäß immer bei mir am Frisiertisch, wenn ich die Äuglein sauber mache. Was ihr auch machen könnt, darum habe ich diese Flasche mitgebracht. Ihr seht, hier ist noch ein Salzstein drin. Eine sogenannte Sohle ansetzen. Sohle ist auch nie verkehrt. Sohle ist Wasser, wo Salz drin ist. Und das so gesättigt ist mit Salz, dass sich der Rest des Steines auch schon gar nicht mehr auflöst. Nicht? Also das ist hochkonzentriertes Salzwasser. So, und um das mal dazwischen zu schieben, das ist sehr interessant, mal als kleiner Zwischenschub. Michelin, sehe ich gerade, hat eine Zecke. Ein kleines Special. Seht ihr das? Wie mache ich eine Zecke weg? Wunderbar, dass wir eine Zecke vor der Kamera haben. Wenn ich eine Zecke habe, drehe ich die nicht extra und mache gar nichts, sondern ich nehme die einfach so, dass ich die nicht drücke und in den Hund drücke, sondern ich nehme die am Kopf und ziehe die schlicht und ergreifend ab. Fertig, Ende der Durchsage. Die ist auch noch frisch drin gewesen, es ist nicht mal was zurückgeblieben. Sollte es mal passieren, dass euch da was zurückbleibt und vielleicht das Köpfchen von der Zecke sogar stecken bleibt, nicht weiter schlimm, ihr müsst nicht zum Tierarzt. Die fällt von alleine raus, so wunderbar. Die fällt von alleine raus, die Zecke, beziehungsweise die fällt von alleine raus, der Kopf. Da müsst ihr gar nichts machen, da müsst ihr gar keine Panik haben, wenn ihr die abzieht und da bleibt mal was drin stecken. Das ist im Grunde genommen überhaupt gar kein Problem. So, kleines Special, extra für euch. So, ach Mischi, Männchen, auch der Kleine hat immer ein bisschen Angst auf dem Frisiertisch. So, mein Kleiner, wir machen jetzt deine Äuglein mal sauber. So, Mischilein? Der hat auch ein bisschen Tränenaugen, wie man sieht. Bei den Bolonkas ist das ja mehr oder weniger rassespezifisch, dass die Äuglein tränen. Bei manchen ist es weniger. Ich habe Bolonkas mit ganz trockenen Augen. Bei Michelin ist es etwas mehr. Ich hatte jetzt aber die Augen auch gerade schon mal sauber gemacht. Darum seht ihr, das ist wunderbar nass hier schon. So als Vorübung sozusagen. Und ich nutze dafür eine Zahnbürste. Und zwar eine harte Zahnbürste, keine weiche Zahnbürste. Wenn die wirklich zu weich ist, dann streicht ihr einfach nur darüber. Die sollte schon hart sein. Und wenn ihr die Zahnbürste nehmt, natürlich nicht scheuern. Ja, scheuern wollen wir natürlich nicht. Dann mache ich einfach die Zahnbürste in das Salzwasser und kämme praktisch mit dem Salzwasser an den Äuglein den Dreck weg. So, ganz einfach. So sieht man schon wunderbar, wie der Dreck rauskommt. Und natürlich vorsichtig, dass man nicht unbedingt in die Augen kommt. Aber dadurch, dass es Salzwasser ist, ihr werdet das von den eigenen, von euren eigenen Augen kennen, selbst wenn mal ein ganz bisschen von dem Salzwasser sollte, ein ganz bisschen mal in die Äuglein kommen, ist das nicht allzu schlimm, weil es ja Salzwasser ist. Es sollte also nicht wehtun. So, und man sieht hier schon, wie wunderbar glatt das wird. Das Fell, wie schön sauber das wird. Wenn man möchte, selbstverständlich, das habe ich jetzt nicht hier, was man eigentlich auch machen kann und sollte, nochmal mit klarem Wasser nachbürsten. Ich wische das jetzt hier einfach ab. Möschelein, toll, machst du das, Schätzchen? Haben wir etwa schon die nächste Zecke? Nein, es ist drin. So, Mäuschen, du machst das ganz toll, Schätzchen. So. Hier, ich habe vorhin auch schon ein bisschen dran rumgearbeitet, wie man sieht. Vorsichtig. So.
Ja, Michelein kennt das, der macht das ganz toll, wie ihr seht. Och, Michi-Mäuschen, ja, du machst das ja am besten von allen. Das Köpfchen, das halte ich natürlich nicht fest, ne? Auch wenn das so aussieht vor der Kamera. Ich habe das ganz locker, einfach unter dem Köpfchen habe ich. Komm mal hier, Schätzlein. Komm mal hier. Ich habe einfach unter dem Köpfchen, ne, mein Finger, also ich, auch wenn ich hier oben meinen Daumen drauf lebe, ich drücke natürlich nicht zu. Ich habe den hier natürlich nicht irgendwie im Klammergriff, den Kopf. Aber Mischi ist ja so artig und so brav, wie ihr seht, ne? Ach Gott, mit dem kann man ja wirklich alles machen. Schatze, auch mein Kuschi. So, und wie ihr seht, wunderbar. Michi, ja, so lang. Guck mal in die Kamera, du bist Filmstar jetzt. Na, hier ist noch ein kleiner Rest. So. Ihr könnt auch Natron nehmen, übrigens. Natron. Auch hier mal. Bin ich ganz locker. Ne? Ich drücke jetzt nicht das Näschen zusammen. So. Bis der letzte Dreck ab ist. So. Wunderbar. Ich habe den Kleinen an den Augen auch immer freigeschnitten. Wunderbar. Nein, toll, hast du das gemacht, mein Schatz. Super, so. Und jetzt mir die Zahnbürste vom Tisch gefegt. Dankeschön. So. Ach, Mischemännchen, ach, Häuselein. So, wie ihr seht, das Wasser können wir dann auch entsorgen, das Salzwasser. Ach, Mauselein, toll, hast du das gemacht. So. Dann könnt ihr, wie gesagt, genau mit der gleichen, auf die gleiche Art und Weise euch nochmal ein Gefäß mit sauberem Wasser, klarem Wasser daneben stellen. Nochmal nachbürsten mit klarem Wasser. Könnt ihr, müsst ihr aber nicht. Und dann sind die Äuglein sauber. Das ist die einfachste und kostengünstigste und effektivste Methode, die ich kenne und die ich nutze. Och, Michi, Mensch, och, kleine Hase. Um den Hunden die Äuglein sauber zu machen. Ach, was für ein Schätzchen. Und das war das Video, was ich mir so gewünscht habe, für euch zu machen, wie man den Hunden die Äuglein sauber macht. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare rein. Manchmal dauert es zwar einen kleinen Moment, bis ich sie beantworte, aber ich beantworte sie auf jeden Fall. Und freue mich auf jeden Fall jederzeit, wenn ihr den Kanal abonniert. Gebt mir ein Like für dieses Video. Auch darüber freue ich mich natürlich sehr. Und sende wie immer tierliebste Grüße aus dem alten Jagdhaus und wünsche euch alles Liebe mit euren Süßen und bis bald.